Ja, willkommen zur neuesten Folge Let's Play World of Warcraft. Ich habe jetzt noch ein bisschen mit den Soundeinstellungen herumgespielt. Das Ganze müsste jetzt schon ziemlich besser gehen. Ich bin gerade dabei, diese Syndikatstypen hier umzubringen. Genau, 20 Stück insgesamt muss ich töten. Die Schattenmagier genau nicht. Mal wieder typisch. Und die heizen mir jetzt ordentlich mit Schattenblitzen ein, was mich ziemlich angeht. Vor allem, weil ich die ja nicht mal für die Quest brauche, die Arschlöcher, und dann rennen die noch in andere Mobs rein und pullen die auch noch. So einen Scheiß soll es geben. Aber naja, hier haben wir den Wachmann. Ja. Ne, wie gesagt, jetzt müsste der Sound ein bisschen besser sein. Meine X-Fi-Karte von Creative hat einige Einstellungen, die zwar normalerweise den Sound besser machen, aber irgendwie das Mikrofon scheiße werden lassen. Ja, habe ich mal deaktiviert und den Ingame-Sound noch ein bisschen verringert und jetzt müsste es an sich gehen. Ich hoffe es zumindest. Haben nämlich beim ersten Video Kommentare bekommen, dass der Sound ein bisschen nicht so gut ist. Ja, dann. Kannibalismus kann ich ja leider nur immer wieder mal einsetzen. Also die Performance ist immer noch nicht höher geworden. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich hoffe, ich kann den jetzt mal herziehen. So müsste das an sich funktionieren. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, dass ich die einfach mit Spott herziehe. Ach, nicht parieren, Arschloch. Hau ich mir halt mal wieder schön Blocken rein. So. Wenn der meine Fähigkeit nicht so oft ausweichen oder das parieren würde, wäre ich ziemlich dankbar, weil es halt ein Schurke, die bauen halt scheiße und weichen die Fähigkeiten aus und so ein Fuck. Geht schon. Alter, es überlebt er noch. Trottel. Ja, kann ich. Okay, kann ich zumindest einen Verband erstellen. Ich muss jetzt bald mal nach Unterstadt zurück. Sonst geht das so nicht. Damit ich mir endlich meine Wollverbände machen kann und so. Okay. Also beide gleichzeitig will ich auf keinen Fall. Ich möchte nur den da alleine. Brav. Ja, das funktioniert gut. Ich spiele jetzt schon meinen dritten Krieger auf Level 70, Level 80 und ich bin noch nicht drauf gekommen, dass ich mit Sport solche Mobs auch anziehen kann. Fail. Ah, fuck. Immer noch wenig verfügbar. Trotzdem mache ich hier mal weiter. Ich bin in der Zeit total motiviert. Das ist unglaublich praktisch mit so einem Headset. Anstatt mit so einem scheiß Standmikro. Die Tonqualität vom Standmikro ist vielleicht besser, aber das ist doch der einzige Vorteil. Ach, fuck, einen Ruhestein hätte ich mal ändern sollen. Nun gut. Nicht ausweichen, Trottel. Oh. Solche nervigen Typen. Dann hauen sie mir auch noch ordentlich Schaden rein. Ich hasse Schurken. Ich hasse eigentlich so ziemlich alle meine Gegner. Obwohl ich sie eh leicht fertig mache. Nervig sind sie. Ich muss jetzt eigentlich bald mal aufleveln. Was ziemlich krank wäre. Dann, ja, scheiß drauf. Heilung. Okay, jetzt laggt's ein bisschen. Weiß nicht wieso. Da war, glaube ich, gerade wer andere und hat mir die Mobs weggetötet. So ein Arschkopf. Noch ein Schattenmagier, den will ich nicht. Nein. Ich greife mir einfach den Wachmann, genau. Hau ihm in die Fresse. Waffenfresh, was haben wir denn da? Königsblut, nee. Kann ich nur nicht. Und jetzt ein schöner Donnerknall.
Zu wenig Wut. Jetzt aber. Oh ja. Ich brauche bald mal die Glyphe des Blutrauschs. Keine Gesundheit mehr kostet. Das ist dann nämlich ziemlich praktische gratis extra Wut. 26 Kupfer, passt. Kann ich jetzt eigentlich schon Glyphen verwenden? Glyphen? Fuck you. Ach, der Effekt ist cool. Eine Stunde wirkt aber nicht unbedingt. Nein. Scheiße. Scheiß Bugs. Privatserver nerven schon irgendwie hin und wieder. Trotzdem besser als auf dem Offline-Spiel Geld ausgeben. Ich könnte es mir ja nicht mal wirklich leisten. Ich krieg ein bisschen Taschengeld und so, und das will ich nicht alles auch für ein Online-Spiel ausgeben. Vor allem, weil ich jetzt noch Geld zurückzahlen muss für mein neues iPhone und so. Yay, iPhone. iPhones sind cool. Schade, dass World of Warcraft nicht fürs iPhone gibt. Da würde ich sogar eventuell Geld ausgeben. Naja. Da ich mir nicht leisten kann, wurscht. Da unten bei dieser fetten Farm da gibt es später eine Quest. Da kommen wir dann irgendwann anders hin. So. Es fehlen hier irgendwie die Mobs. Bis auf diese nervigen. Ah, Schatten, siehst du? Und schon haben wir einen. Das Problem wird nur sein, dass da gleich noch 20 andere spawnen und mich von allen Seiten angreifen. Ach ja. Oh, zum Beispiel der da. Komm mit, komm mit, komm mit. Ich habe dabei zu wenig Massenfähigkeiten, dass ich da unbedingt Wert drauf lege, gegen zwei gleichzeitig zu kämpfen. Ich meine, so könnte ich mir schon eher überlegen. Hey, ich habe es gekriegt. Oh, Schatten-Edelstein. Kann ich es mir verkaufen, aber bringt mir nichts. Ich hatte gedacht, ich kriege jetzt irgendein seltenes Item. Eine Zweihandaxt wäre cool. Oder ein Zweihandschwert. Aber lieber Äxte. Äxte sind cool. Ja, also mit dem Talentbaum geht es dann nachher so weiter. Ich werde jetzt zuerst einmal Durchbohren machen und dann tiefe Wunden. Oder zuerst Aggressionskontrolle. Weil ich jetzt eh noch nicht zu viele kritische Treffer mache. Dann kommt eben dieses Teil hier. Zweihandwaffenspezialisierung. Und Verwunden, genau. Das ist gut. Dann kann ich nämlich Überwältigen sehr oft einsetzen. Und scheiß drauf. Greife ich den halt an. Also, bis mein Talentbaum wirklich. Ach scheiße, ich will ihn unterbrechen. Naja, bis der Talentbaum wirklich ausgereift ist, dauert es noch ein bisschen, aber was ich vor allem will, ist das dann genau. Kritische Trefferwertung mit. Nein, kritische Trefferchance mit Zweihandwaffen erhöht. Nein, mit Äxten und Stangenwaffen. Und dann geht es ziemlich ab. Zusammen mit dem hier habe ich insgesamt 10% mehr kritische Trefferchance mit diesem ganzen kritischen Schadensbonus und so. Zeugs. Haut das dann ordentlich rein. Cool ist auch, dass jetzt die Videos 15 Minuten lang sein können. Macht die ganze Sache um einiges angenehmer. Ach, sieh an, noch ein Schurke. Und noch ein Schurke und ein Schattenmagier braucht. Boah, ich erinnere mich noch, wie es beim ersten Durchspiel World of Warcraft schlecht gegangen ist, weil ich kriege noch total nicht abcheckt habe, weil ich einfach voll der Noob. Jetzt geht das ja ziemlich schmeidig ab, dass meine Ausrüstung ist scheiße, aber ansonsten, wenn ich jetzt noch gutes Equipment hätte, wie beim letzten Krieger, wo mir diese seltene Zweihand-Axt gleich am Anfang mal gedroppt ist, macht man noch so. Diese Axt, die hat ungefähr doppelt so viel Schaden gemacht wie dieses Drecksteil und hat auch noch Stärke dazu gehabt. Ja, wenn ich jetzt nach Unterstelle komme, schaue ich mal im Optionshaus. Vielleicht gibt's was Cooles. Schucke. Komm mal her, du Arschloch. Blocken. Jetzt triff ich mal.
Also die Fähigkeit ist an sich ganz praktisch. Die habe ich früher auch nie einsetzen. Am Anfang war die scheiße. Hat nur einen Angriff geblockt oder so. Aber jetzt. Ja. So. Ich brauche jetzt außerdem ein neues Programm, um die Videos zusammenzuschneiden, weil wenn mein altes zu große Files irgendwie erzeugt, 1 GB für 15 Minuten, das ist irgendwie scheiße. Und dann noch mit irgendwie dreckiger Qualität, daher kann ich das eigentlich vergessen. Nicht beide, oh doch, beide. Ah. Muss ich aber beide schnell umhauen. Ach scheiße. Diese Lebensblutfähigkeit ist echt praktisch, also ich könnte mir mittlerweile nichts anderes vorstellen als Alchemie zum Leveln. Jetzt kommt er wieder her, der Arschkopf, siehst du? Zum Glück hat er die Spinne nicht mitgenommen. Das funktioniert aber zum Glück nicht. Wenn die Spinne ein Humanoid gewesen wäre, dann wäre die mitgelaufen. Ein arschiges Teil. Ja. Yay, gleich Level up. Also ich werde schauen, dass ich so ziemlich durch den ganzen Let's Play den Erholungsbonus ein bisschen hoch habe. Dann level ich gleich viel schneller. Scheiß drauf. Zwei Schurken und vier Wachmänner noch. Okay. Da drin ist einer, aber ich bin mir nicht sicher, was das ist. Ich werde es gleich sehen, weil der mich vermutlich gleich durch die Wand angreift, oder nicht? Springen! Hey! Ich hab gesagt springen. Arschkopf! Danke. Da war doch jetzt gerade einer, oder? Achso, das wird der Schucke, Schucke. Jetzt heißt's rennen. Jetzt heißt Schild Block rein. Ich glaube, ich kann von hinten nicht blocken. Okay, nein, jetzt heißt's einfach nur rennen. Ich meine, ich könnte es schaffen, aber. Warte mal, wenn es nur noch. Nein, niemand mehr. Verdammt, das war jetzt nicht gut. Das ist irgendwie scheiße. Ja, ich wollte eigentlich den. Ja, ich habe scheiße gebaut von mir. Nochmal erste Hilfe und dann ziehe ich den. Einzeln her. Okay. So dann. So geht es schon eher. Ich bin mir dabei noch zu unsicher, um drei Level höherstufige Mobs gleichzeitig zu töten, da der ist Level 22. Und der ist spawnt hinter mir. Jetzt wird es Zeit für einen saftigen Heiltrank. Und der nächste kommt auch noch, okay. Ne, wenn ich greife mich da jetzt. Oh oh. Ich habe noch diesen Sprinttrank. Ich glaube, diesmal ist mal Zeit für. Ah, fuck you. Fuck you, fuck you. Verdammt. Wachmann. Weg mit mir. Ach, so ein Scheiß. Jetzt habe ich ja Pech. Na. Oh. Jetzt darf ich noch einen Verband verschwenden. So ein Scheißdreck. Ja, wurscht, haben wir das Teil noch rein. Jetzt brauche ich. Eine fetzige Leiche. Jetzt sind da schon wieder zwei. Alter. Jetzt leckt's mich am Arsch, ey. Nein. Du bleibst hier. Sport da. Ah, brav. Schau, das wollte ich erreichen. Ich den Heilzauber einsetzen. Ich wenigstens meine Kräuterkunde höher wäre. Aber da muss ich 150 haben. Verdammt. Ich muss das Kräuterkunde echt mal leveln. Ich hatte letztens im Silberwald hatte ich schon den Zauberdorf Rang 2. Das war nur Seiten. Okay. Verdammt. Scheiß Arschlöcher. Kommen immer gleich zu viert. Die Gangbang. Ich werde von vier Wachmännern gefickt. Oh mein Gott. Das ist nicht gut. Und wenn ich das mache, komme ich vermutlich unter den Boden. Ah, nein, das ist nichts gut. Ja, Arschkopf. Kommst du mal her? Hallo?
Was ist mit dem hier los? Was packt der für einen Scheiß zusammen? Oh nein, jetzt kommt gleich wieder der Wachmann auf. Scheiß Dreck. Was ist das für ein verpackter Kackmob? Der Mob ist ein Arschloch. Ein richtiges. Komm her. Fick dich. Homo. Damit muss ich das für das Video wieder lassen. Nein, der Schurke noch. Komm her. Komm her, du Arschschurke. Die hau ich noch rein in die Fresse, Alter. Boah. Das ist in dem Video ja gar nichts weitergegangen. Ich hatte ziemlich Pech. Muss man ehrlich sagen. Die ganzen Mobs, die immer dreifach kommen und respawnen und in den ungünstigsten Zeitpunkten respawnen, weil eigentlich ist das Spawn hier nicht schlecht ist. Ja dann. Na, das Video ist jetzt eh bald zu Ende. Jetzt mache ich nur noch den fertig. Ich werde eh gleich abbrechen müssen. Also, bis zum nächsten Mal. Man sieht sich.